Okay, Tal, wir sehen Talia auf der Map hier oben. Zu clean, Digga. I wonder if anyone's in chat. Hello? Hello? There are so many weirdos here. It's awesome. Look. Wanna see something neat? It'll be fun. Indoktrination am Ende sitzt jeder am Schreibtisch, spielt im Cyberspace den Hulk. Währenddessen gehe ich raus und pflanze einfach mal einen Wald. Okay, aber finde ich ein gutes Statement. Weniger labern, mehr machen. Ende sitzt jeder am Schreibtisch, spielt im Cyberspace den Hulk. Währenddessen gehe ich raus und pflanze einfach mal einen Wald. Ja, man könnte es so deuten, ja, als ob. Würde ich unterschreiben, Digga. Geil. Nicht gut. Maroon. Oh no. Guys. Pots wurden genervt. Das heißt, mehr Kill-Potential auf Gegner. Die haben weniger Leben. Das heißt, jeder Trade, den du machst, ist doppelt so viel wert jetzt wie vorher. Du bist viel einfacher in der Lage zu solo-killen, ohne dass der Jungler direkt kommt, weil der Gegner sich die ganze Zeit gegenhält und nicht stirbt. Ja, ihr könnt jetzt actually Solo-Kills machen. Imagine. Crazy. Okay, Majana invadet einen nicht vorhandenen Red Buff. Natürlich, Digga. Die ist alleine da. Diamond 1, I guess. Okay, sie hat geflasht. Sie hat mein Ignite noch. Leider ist die Talia gerade in der Nähe, was heißt, dass ich nicht unbedingt turbo-aggressiv draufgehen kann. Sagte er und ging turbo-aggressiv rauf. Ja, aber es war so ein halb-aggressives Play. Ohne viel Risiko dabei. Für Schur zu backen ist sehr, sehr chillig. Weil ihr seid so schnell wieder in der Lane, ihr verpasst fast gar nichts. Das muss nicht unbedingt bei einer Cannon Mini Wave passieren. Macht das Sinn, da hinzulaufen? Frage. Ich würde sagen, ja. Schade, dass ich sie nicht ganz retten konnte. Aber wenn ich retten, dann wenigstens rächen. Skillshots waren nicht ideal, aber so ist es halt.
was. So, dann kriege ich jetzt hier das Plating, das heißt, ich krieg danach dann auch noch mein Lost Chapter dabei. Da verpisse ich mich hier. Auch wenn es keine Cannon-Mini-Wave ist, ist es ein gutes Reset-Timing. Ich habe gerade genau mein Gold, was ich brauche. Bin jetzt wieder da, um Herald und Drake zu securen. Was hat sie? Sie hat noch gar nichts. Bin so viel stärker als sie. Okay. Mein Jungler ist halt oben, na? Typhoon würde sagen, ich muss hoch. Und Typhoon hätte recht. Okay, wir sind da raus. Wobei, sind wir raus? Ja, sie hat recht. Wie kann Seraphine Prior haben, fragt sie sich gerade. Ja, sehr unorthodox, wie ich gerade spiele. Und auch nicht effizient, dein Urgroßvater. Spielst du wieder Zoe? Ja, ich schau, ob Zoe playable ist. Hey Lolilu. Lolilu. Was die Kindred nicht versteht. Was die Kindred nicht versteht. Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so. Was die Kindred nicht versteht, ist, dass ich Prior hatte. Mich da aber gegen entschieden habe, da zu ihr hinzuroam, weil ich fand, dass sie da einfach was overforced, was unnötig ist. Verstehe nicht, warum Aphelios da ist. Ich erkläre, sobald ich das Game gewonnen habe, ein bisschen was zum Item-Build von Zoe, okay? Müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich weiß nicht, ob hier Talia oder so sind. Und ich habe einen Huge Shutdown. Sonst hätte ich da auf jeden Fall hinterher flashen können, rein theoretisch. Müsst aber wissen, jedes Mal, wenn ich
mit einer Ulti springe, kann es sein, dass Talia eine W auf den Positionen macht und ich einfach direkt tot bin. Okay, wir sehen Talia auf der Map hier oben. Zu clean, Digga. Interesting FF vote. Was macht mein Team? Warum ist die Elo so cringe, Digga? Hatte keine Lust dafür zu flashen. Follower, komm in der Zoinator Army. Hallo. Jeder kriegt den Blue Off außer die 10-0-1 Zoe Mitte mit 64 Meter Stacks. Das ist so cringe. Diese Elo ist einfach nur cringe. Eigentlich müsste ich alle Leute in diesem Game reporten hier. Also Aphelios und Kindred. Okay, Karma ist für 20 Sekunden nicht da. Actually noch losable. Kannst auch niemand mehr zählen.
dass die Leute Masterspieler sind. Okay, Knöll hat noch Ult. Der Nekton ist unten gesolo-killt worden. Cringe scheinbar nur. Mein Spacing ist so on point, das ist crazy. Und ich kann mir finally einen Blue Buff gönnen, weil alle anderen tot sind. Er holt da eh den Inhib gegen die Seraphine, die kann er eh nicht mehr machen. Boah, das war eigentlich ein Free-Hit. Schade, dass ich den nicht getroffen habe. Ja, ich stelle mich einfach zu meinem Team und gewinne denen den Fight. Mehr Makro wird es hier nicht geben. Kendra ist wieder tot. Sehr annoying, ey.
Bark. Sehr erwachsen von der Aphelios. Imagine, deine Zoe Mitte steht 12.02, hat 25 Meter Stacks. Bitte dich mit einem Smiley nett darum, einmal, ja? Spiel doch bitte mit, lass uns gewinnen. Und du schreibst Bark. Weißt du, ich lade das hoch. Mit seinem Summoner Name. Mir egal. Einfach cringe sowas. Krass, dass ich so irgendwie gefühlt 1v9 machen muss, um das zu gewinnen. Weil meine Teammates einfach ja, sich gegenseitig zerfleischen verbal. Statt mir zu helfen, das Game zu carryen. Easy peasy, Element Squeezy. Krasser Solo Carry. Renekton hat seine Schnauze gehalten und hat einigermaßen gespielt, ja. Kriegt auch den Honor. Karma auch. Karma und Renekton waren in Ordnung. Alright. Fresh Chemo Fade. Okay. Hoffen wir mal auf Instant Feedback Report, ne? Also, um kurz zurückzukommen auf die Frage, wann Everfrost gut ist und wann Ludens Echo gut ist. Also in 55 von 55 Games ist eigentlich Ludens besser. Der einzige Grund, warum man Everfrost gehen könnte auf Zoe, ist, wenn man merkt, okay, ich habe die Laning Phase angefangen mit 0-3 oder so und werde das Game eh nicht mehr carryen können über Schaden und spiele einfach Utility Zoe. Dann kann man Everfrost gehen, into Cosmic Drive für viel Cooldown Reduction, ne? Oft E's und ja, einfach quasi Unterstützung fürs Team, aber halt wenig Schaden. Und dann halt einfach ein Setup fürs Team machen. Das kann man aber nur machen, wenn das eigene Team ahead ist. Also wenn du einen ADC hast, der irgendwie, keine Ahnung, 3-0 in der Laning Phase gestartet hat, dann kannst du das machen, um deinen ADC zu peelen oder halt dich selber zu peelen, wenn du im Team keinerlei Peel hast. Also keinen Supporter oder Jungler oder und kein Tank oder irgendwas. Und die Gegner haben irgendwelche Spellshield, for example. Ne? Also wir reden über sowas wie einen, ja, sagen wir eine Sivir, einen Nocturne, einen Yasuo, der mit einer Windwand irgendwas deine E blocken kann. Da kannst du dann sagen, okay, er blockt die E und ich kann dann aber mit Everfrost trotzdem den von mir vom Rival halten.
Aber wenn du nicht unbedingt Everfrost gehen musst, um dich zu peelen oder dein Team zu peelen, dann würde ich schon sagen, ist Lunens Echo deutlich besser. Also Damage Technik ist viel, viel besser. Gegner waren auch Diamond 1, Master, Diamond 1, Diamond 1, Master. Master, Diamond 1, Diamond 1, Diamond 1, Diamond 1. Cringe, Digga. Was ist das für ein Typ? Ist gerade demoted. Deswegen ist er so toxic. Ich hoffe, der bleibt in Diamond 1. So, hier geschrieben. Seraphine 10k Schaden. Ja, die Gegner waren echt nicht so gut, ne? Ich glaube, es liegt daran, dass es jetzt schon so viel Zeit vergangen ist. Early Season Master ist viel mehr wert als Late Season Master. Kann ich natürlich jetzt nicht von einem Game ableiten, aber von der Logik her alleine klingt es auf jeden Fall sinnvoll. Die Leute, die jetzt hier alle Master sind, ja, mit ihren 500.000 Games, die kann man einfach so wegsmurfen, ne? Kann einfach so wegsmurfen. Der Renekton war sick. Renekton war sehr gut. Belu. Ich würde sagen, das ist YouTube-Content, oder? Das ist YouTube-Content.